Hallo miteinander. Auf Wunsch bringe ich heute nochmal Potenzen, und zwar anspruchsvollere Potenzen. Aufgabe 1, 3 hoch x plus 1 mal 3 hoch 2x plus 2. Bei der Multiplikation muss man die beiden Exponenten addieren. Es gibt also 3 hoch x plus 1 plus 2x plus 2. Ich vereinfache. Die Basis 3 bleibt, x plus 2x gibt 3x, 1 plus 2 gibt 3. Das Resultat lautet 3 hoch 3x plus 3. Aufgabe 2, a hoch 2b minus 1 geteilt durch a hoch b minus 3. Beim geteilt durch Rechnen muss man den Exponent subtrahieren. Es gibt also a hoch 2b minus 1 minus, ich setze eine Klammer, b minus 3. Wenn ich jetzt die Klammer auflöse, ändert sich das Zeichen in der Klammer aus minus, aus diesem minus b, über minus b, aus minus minus 3 plus 3. Wenn ich das jetzt vereinfache, Basis a bleibt, 2b minus b gibt b, minus 1 plus 3 gibt plus 2. Das wäre mein Resultat. Die dritte Aufgabe, hier habe ich 2x hoch minus 2 mal 2x hoch 2. 2x hoch minus 2 ist 1 über 2x hoch 2 mal 2x hoch 2. Ich schreibe das unter einem Bruch. Jetzt habe ich also hier oben die 2x hoch 2. Unten habe ich 4x hoch 2. Weil das hoch 2 gilt ja auch für dieses 2. Ich kann jetzt kürzen. X hoch 2 mit x hoch 2 fällt weg. 2 geteilt durch 4 gibt 1 Zweitel. Das Resultat lautet 1 Zweitel. Das wäre es mit schwierigen Potenzen. Erster Teil.